Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Fusion Generation. Hier aus, weiß ich nicht, irgendwie dem letzten Gebäude von Team Plasma oder was auch immer, wie sich die alle nennen insgesamt auf der Insel. Was sind das für Leute? Cosplayen die irgendwelche Pokémon? Und was denkt ihr, wer ihr seid? Ich bin Stella und das ist Ralf, ich denke, du könntest ihn meinen Bruder nennen. Wir wurden hierher geschickt, um euch im Labor willkommen zu heißen. Ach, okay, das sind auch so wie... Das sind halt Pokémon, okay. Das ist richtig. Team Plasma hat uns erschaffen in diesem Labor, um jeden zu zerstören, der unseren Weg kreuzt. Das wäre wert also ihr. Wir halten dir den Rücken frei, Miri. Wie? Was ist das jetzt für ein komischer Kampf? Mit den zwei... Okay, ich frag gar nicht erst. Surfer kann ich ja nicht einsetzen, weil mein Pokémon kriegt davon richtig... Also mein Mitspieler-Pokémon kriegt richtig Schaden davon, glaube ich. Erdbeben. Gut, Glück gehabt. Hab mich nicht getroffen. Aber... ja... ganz schön doof. Ja. Das ist nett von ihm. Ich habe nämlich extra Surfer nicht eingesetzt, um ihn nicht zu treffen. Und er so, okay, Erdbeben. Das ist sehr unhöflich. Finde ich. Das ist richtig unhöflich sogar. Das macht man nicht. Okay, die boostet sich da hinten. Oh, jetzt setzt er schon wieder Erdbeben ein. Was ist los mit ihm? Was soll denn die Scheiße? Dann setze ich nächste Runde auch Surfer ein. Was soll denn das? Das ist... also... ein bisschen Rücksicht kann man schon nehmen. Dann halt nicht. Mir doch egal. Der setzt jetzt eh nur wieder Erdbeben ein und trifft damit Baloui. Das muss ja nicht sein. Tschüss. Mann, Mann, Mann. So. Das ist so traurig. Wenn Menschen das verdienen, was sie zu Menschen macht. Hey, wartet auf uns. Na, dann gehen wir mal weiter. Das war gar nicht seltsam. Ich erwarte immer, dass hier irgendwas ist, aber keine Ahnung, warum hier die Räume sind. Was ist das? Dieses Porträt. Sieht das nicht aus wie Lila? Sie ist hübsch. Ja, zu schade, dass sie ein böses, pinkes Schleimmonster ist. Hä? Was macht dieser Knopf? Knopf? Ellie, nein! Nein, hängt jetzt am Rand. Hör zu, Mausi. Wir können uns nicht länger festhalten. Nimm das. Das sind eure Fusionen. Du selbst kannst nichts ausrichten. Mit diesen kannst du unsere Rache ausführen. Leute, tu es für den Boss, tu es für Team Rocket. Jesse James. Diese Team Plasma Freaks werden dafür bezahlen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Seltsame Dinge passieren hier. Sehr seltsame Dinge. Was ist das für ein Ort? Es ist irgendein geheimes Labor. Und es sieht so aus, als würde hier jemand sehr komische Dinge tun. Ist mir egal, was das für ein Platz ist. Ich will hier raus. Vielleicht führt diese Tür nach draußen. Sie ist verschlossen. Eli, ich denke, du solltest das sehen. Was ist es? Ist das... nein, das kann nicht sein. Ist da Bill? Ja, aber es ist... was ist es? Oh, was macht Mauzi da? Oh, was sind das schon wieder? Es ist ganz schön beeindruckend, dass diese Trainer es so weit geschafft haben, nicht wahr? Du musst Miri sein, ich bin Leroy. Ja... wir wissen, was ihr seid. Lasst uns einfach kämpfen. Ha? Du kannst reden? Heißt das, du bist auch zum Teil Mensch?
Ich bin 100% Mauzi-Lady. Noch beeindruckender. Nun, wenn sie unbedingt verlieren wollen, dann sollten wir das erledigen. Okay. Papa, warum? Ja, das ist nicht so die beste Kombination mit dem Elektro-Pokémon und meinem Wasser-Pokémon. Das muss nicht so sein, aber was setze ich denn da ein? Hier, Feuer, passt schon. Nein, fies! Warum alle auf mein Pokémon, hä? Oh, Mauzi. Wer lässt Mauzi kämpfen? Das ist doch einfach scheiße. Mann! Das geht so doch nicht. Warum gehen denn alle auf mein Pokémon? Was soll das? Finde ich jetzt eher uncool eigentlich. So ein bisschen. Ganz kleines bisschen. Och Mann! Jetzt setz doch meine Attacke ein und nicht immer den Mist. Warum gehen die denn auf mein Pokémon die ganze Zeit? Warum nicht auf das andere? Was soll ich tun? Das ist halt richtig doof gerade. Wenn der nochmal Konter einsetzt. Das ist der schlimmste Doppelkampf, den ich in meinem Leben hatte. Ja, bitte, dankeschön. Das ist so nett. Mach den einfach aus, der macht ja gar nichts. Oh. Warum immer auf mich? Was soll das? Ha? Was soll das? Jetzt kann ich wenigstens Balui wieder einsetzen. Wenigstens hat die Attacke mal Schaden gemacht. Wow, danke schön. Du warst ja doch hilfreich. Am Ende, nachdem all meine Pokémon down waren. Wenn nur Chessy und James das hätten sehen können. Was, wie du versagt hast? Schnell, wir müssen jedem erzählen, was wir gesehen haben. Ellie, was ist los? Mama? Ellie... Oh, Ellie, es ist gut, dich zu sehen. Aber du kannst hier nicht sein. Mama, du musst keine Angst haben. Wir wollen dich befreien. Sie können dich nicht verletzen. Und sie können dich nicht zwingen, hier zu bleiben. Ellie, du verstehst nicht. Warum erzählst du es uns da nicht? Wer bist du? Das ist Eli. Er hat mir geholfen, dich zu finden. Du hättest sie nicht herbringen sollen. Du siehst aus, als würde es dir ganz schön gut gehen für eine Gefangene. Und Entschuldigung, aber sie scheinen nicht überrascht zu sein, dass ihre Tochter noch lebt. Ellie hat viel durchgestanden, um sie zu finden, also denke ich, schulden sie ihr die Wahrheit. Wie wär's, wenn sie ihr alles erzählen? Mama, was sagt er da? Niemand hat mich gezwungen, hierher zu kommen. Ich habe einen Deal gemacht. Was? Aber wieso? Du weißt, sie haben mich eingesperrt und dafür gesorgt, dass jeder dachte, ich bin tot? Es tut mir leid, Ellie, aber sie haben mir gesagt, dass es dir gut geht. Aber warum? Warum? Was wollen sie mit uns? Nun, sie können dich doch nicht dazu gezwungen haben, deinen eigenes Kind zu betrügen. Sie haben versprochen, dass wenn ich mitspiele, würden sie mir meine Tochter zurückgeben. Das macht gar keinen Sinn. Du hast ihnen erlaubt, dass sie Ellie kidnappen und dann hast du einen Deal gemacht, dass sie zurückgeben? Sie meint nicht mich. Sie meint meine Schwester. Oh Mama, Mira ist weg. Ich dachte, du hättest das akzeptiert. Ich dachte, es wäre okay.
Ja, es war okay, aber was, wenn es besser sein könnte? Sie haben uns die Chance gegeben, wieder eine Familie zu sein. Wie könnte ich das nur... Wie könnte ich das nur abschlagen? Das ist nicht richtig, Mama. Kannst du nicht sehen, dass sie dich nur benutzen? Es ist wie bei Team Magma... Vergleiche das bloß nicht mit dem, was du getan hast. Sie hat recht. Team Plasma... Was? Was? Okay, dieses... Ich... Was passiert hier gerade alles gleichzeitig, hä? Die können Tote wiederbeleben? Ich habe ihre Notizen gesehen. Sie haben die gleiche Technologie benutzt, wie sie sie benutzt haben, um... Was? Wie man Pokémon wiederbelebt. Aber sie hatten nie Erfolg damit, einen Mensch wiederzubeleben. Sie benutzen deine Tochter nur als Versuchstier. Man weiß nicht, was passieren könnte. Es tut mir leid, dass ich dir das sagen muss. Sie können Menschen nicht wiederbeleben. Wie konnte ich so blind sein? Wie kannst du mir jemals verzeihen? Wir haben uns seit Jahren gefragt, warum Mira von uns genommen wurde. Wenn jemand dir die Antwort dafür geben möchte, ist es hart, ist es schwer, nicht Nein zu sagen. Was? Es ist schwer, Nein zu sagen. So ist es richtig. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Es gibt keine gute Antwort. Wir müssen nur einen Weg finden, wieder näher zusammenzurücken. Wir haben das schon mal getan. Was sagst du? Kommst du mit uns? Okay, verwirrende Dinge passieren in diesem Haus. Sehr verwirrende Dinge. Oh, da kommen plötzlich alle. Warte, Miri. Was ist mit den anderen passiert? Bill? Bist das wirklich du? Thorn, Miri. Wer bist du? Du zuerst. Du hast die Frage der jungen Frau nicht beantwortet. Bist du es wirklich? Was? Du hast ihn gehört. Wie wissen wir, dass du der echte Bill bist? Ich bin Bill. Wie kann ich das beweisen? Ich habe eine Idee. Ich blute. Leute, okay. Ja, das tust du. Ah, verstanden. Wir haben gesehen, dass Lila viel schwierigere Verletzungen gut überstanden hat. Und sie hat nie geblutet. Er ist okay. Du bist es wirklich. Du warst hier die ganze Zeit? Ja, sie haben mich eingesperrt. Und ich sollte für sie arbeiten. Ich habe mich zuerst geweigert, aber sie wollten euch alle verletzen. Sie haben mich einfach gehen lassen. Sie sagten, ich würde nicht mehr gebraucht werden. Komm schon, wir müssen von hier verschwinden. Wir können jetzt nicht gehen. Ihr versteht nicht. Was für Dinge hast du für sie getan? Sie haben mich gezwungen, eine neue Art der Fusion zu erschaffen. Eine Superfusion erschaffen kann. Die DNA-Splicer wurden sie genannt. Aber sie haben nicht funktioniert. DNA-Splicer wie in Pokémon Infinite Fusion? Ich bin sehr verwirrt. Oder wie bei Reshiram und so. Keine Ahnung. Das wird Gizis nicht aufhalten. Nichts wird das. Er wird einen anderen Weg finden. Er wird die ultimative Fusion erschaffen. Und wir können nichts dagegen tun. Deswegen müssen wir verschwinden. Keine Chance. Wir sind so weit gekommen. Wir werden nicht zurückgehen. Miri, Katze und ich sind wirklich stark geworden. Wir können das schaffen. Sie hat recht. Wir gehen weiter. Oh Mann, okay. Leute, wisst ihr was? Ich würde sagen, bevor wir weitergehen, war's das mit der heutigen Folge. Es war anstrengend genug mit der ganzen verwirrenden Story, glaube ich. Wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es weitergeht mit verwirrenden Stories in Pokémon Fusion Generation 2. Bis dahin, macht es gut und tschüss.